Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt das erste Mal meine kurzen Haare in einem offiziellen Video. Ich habe sie ja im letzten Video schneiden lassen, von so lang auf so kurz. Also falls euch das interessiert, guckt vorbei. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Ja, jetzt können sie wieder gesund nachwachsen. Das ist cool. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Instagram-Bilder bearbeite. Und ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht. Und jetzt mache ich alles ein bisschen anders, deswegen mache ich ein neues Video, weil ich auch mal sehr viele Fragen dazu bekomme. Und dann verrate ich euch meine großen Geheimnisse für meine Instagram-Bilderbearbeitung. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Und zwar habe ich ein sehr witziges Video mit meinem Freund gedreht. Und zwar nicht für meinen Kanal, auch nicht für seinen Kanal. Er hat auch eigentlich gar keinen Kanal. Sondern für den Coke TV Channel. Wir waren zu Gast für eine Coke TV Team Up Summer Folge. Und es ist wirklich sehr lustig geworden. Also schaut gerne vorbei. Ich packe den Link für das Video direkt in die Videobeschreibung. Und in dem Video gibt es nicht nur lustige Szenen von uns beiden, sondern Coke hat auch gerade ein sehr gutes Gewinnspiel am Laufen. Ich will ja nichts sagen, aber man kann zum Beispiel einen Urlaub auf einer privaten Insel gewinnen. Achso, und außerdem wird Coke TV noch eine Summer-Highlight-Folge erstellen, also mit allen geilen Fotos und Videos aus dem Sommer. Und falls ihr da irgendwie auch noch Fotos und Videomaterial habt, wo ihr denkt, wow, das ist so sommerlich, das muss die Welt sehen, dann könnt ihr das gerne noch mit dem Hashtag CokeTVTeamUp und CokeTV auf euren Channels posten und dann könnt ihr Teil der Highlight-Folge werden und die ganzen Datenschutzbedingungen findet ihr nochmal in den Teilnahmebedingungen unter dem Video auf CokeTV. Wenn ihr bei dem Video vorbeischaut, könnt ihr gerne CokeTV von mir grüßen und einen Daumen nach oben oder ein Abo hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Video für CokeTV zu produzieren. Ich bin happy, dass ich Teil des Teams sein darf und ja, ich würde sagen, das waren auch schon alle Infos dazu. Jetzt geht es weiter mit meinem Video und ich verrate euch jetzt meine großen Instagram-Secrets, die noch keiner gehört hat. Ich habe lange überlegt, wie ich das Video so kurz wie möglich fassen kann, weil ich glaube, ich kann sehr ausschweifend werden, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist und ich immer sehr viele verschiedene Dinge an meinen Fotos mache, aber ich beschränke mich jetzt mal auf iPhone-Fotos und zeige euch, wie ich Fotos am Handy bearbeite, weil ich glaube, dass das ist, was die meisten interessieren. Ich setze mich mal kurz zur Seite, falls ich irgendwas einblenden muss. Genau, fangen wir erstmal mit dem ersten Schritt an, und zwar das Fotos machen. Ich finde, da ist erstmal der Zeitpunkt, wann ihr das Foto macht, sehr, sehr grundlegend für das Foto an sich. Wenn ihr zum Beispiel um 12 Uhr mittags in der Mittagssonne Fotos macht, kann es höchstwahrscheinlich so sein, dass ihr nicht so zufrieden mit euch auf dem Foto sein werdet, weil die Sonne um 12 Uhr mittags natürlich oben steht und dann direkt auf euch runterknallt und dann habt ihr Augenschatten, dann hat man generell ein sehr schattiges Gesicht und das sieht nicht sehr vorteilhaft aus. Also wann ist der perfekte Zeitpunkt für ein Instagram-Foto? Ich finde, dass die Fotos morgens immer am schönsten werden oder halt nachmittags oder in der Dämmerung, wenn der Sonnenuntergang schön ist oder das Licht so ein bisschen weicher ins Gesicht fällt und schön ausgeleuchtet ist, weil dann sieht alles direkt frischer aus und die Farben sind irgendwie schöner. Ja, schaut einfach, dass ihr bei gutem Licht Fotos macht. Weil wenn ihr das schon mal habt, dann muss die Bearbeitung gar nicht groß sein, damit ihr mit dem Foto zufrieden seid. Dann ist auch noch die Frage, wie mache ich denn mit dem iPhone Fotos? Und zwar gibt es hier eine wunderschöne... Funktion, dass wenn man lange auf den Auslöser drückt, dass der ganz viele Fotos hintereinander macht, also eine Serie quasi. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht, wenn man da drauf drückt. Ich würde sagen... Ich habe direkt meinen Favoriten gefunden. Also falls ihr ein Foto gut findet, könnt ihr das einfach da unten anklicken. Könnt euch die anderen noch weiter anschauen. Dann könnt ihr sagen, dass ihr nur diese drei Fotos behalten wollt und die anderen werden dann automatisch gelöscht. Ich glaube, das ist das Beste. Das nur so als kleinen Tipp. Ihr könnt ja mal schauen, ob euer Handy das auch kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ich habe euch neulich gefragt, welches Foto euch von der Bearbeitung bei mir am meisten interessiert und die meisten haben das hier genannt. Und deswegen werde ich euch jetzt auch an diesem Foto zeigen, wie ich das bearbeitet habe. Und ich zeige euch jetzt erstmal direkt am Anfang, wie es vorher aussah. Und dann nach der Bearbeitung. Also es ist schon ein sehr großer Unterschied. Man sieht ja direkt, dass das Foto bei Sonnenuntergang gemacht wurde, beziehungsweise die Sonne kommt direkt von hinten, was oft ein bisschen schwierig sein kann, weil man selbst dann nicht so vorteilhaft belichtet ist oder zu dunkel belichtet ist. Und das Gute ist beim iPhone, das muss ich euch noch ganz kurz zeigen, es gibt hier oben diese HDR, hallo, die könnt ihr einschalten, wenn ihr eher unvorteilhafte Lichtverhältnisse habt, also wenn das Licht direkt von hinten kommt zum Beispiel. Und zwar, was das iPhone dann einfach macht, wenn ihr jetzt ein Foto macht,
Das macht 3 Fotos hintereinander und fügt die quasi zu einem Bild zusammen, sodass alle wichtigen Teile hinten und vorne vom Bild belichtet sind. Und das ist so ein kleiner Tipp, ist ganz hilfreich bei so Fotos mit Sonnenuntergang zum Beispiel, wenn ihr auch noch mit auf dem Bild sein wollt. Genau, und jetzt fange ich aber direkt an mit der Bearbeitung. Und zwar ist das erste, was ich gemacht habe, bei so einem Foto die Helligkeit sehr weit hochgezogen. Das ist natürlich auch mal Geschmackssache. Es kann auch sehr cool aussehen, wenn es ein bisschen dunkler ist. Aber ich finde, bei dem Foto sieht es jetzt eigentlich cool aus, wenn es heller ist. Und da habe ich direkt mal auf 3,4 plus gemacht. Da müsst ihr mal gucken, was ihr gut findet. Ich finde, es kann auch sehr, sehr cool aussehen, wenn die Bilder so ein bisschen dunkler und düster sind. Ja, aber da müsst ihr einfach schauen, wie eure Stimmung ist. Ich finde, jetzt im Sommer finde ich es halt so ein bisschen heller, eigentlich schöner, aber am Kontrast habe ich nichts geändert, an der Schärfe habe ich auch nichts geändert. Das nächste, was ich geändert habe, ist die Struktur quasi. Da bin ich ein bisschen hochgegangen, weil gerade bei so einem Bild, wo das Licht von hinten kommt, sieht man dann alle Konturen so ein bisschen mehr und es kriegt so ein bisschen mehr Leben. Bei der Sättigung bin ich auch hochgegangen, weil gerade wenn die Sonne von hinten kommt, verliert man selbst so ein bisschen Farbe am Körper und im Gesicht. Deswegen finde ich es da ganz schön, wenn man die Sättigung noch ein bisschen hochzieht, damit einfach die Farben, die verloren gegangen sind, quasi zurückgeholt werden. Der nächste Schritt ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für das Bild. Und zwar wird dadurch das Bild einfach nochmal viel sommerlicher und die Summer-Vibes kommen viel besser rüber. Und zwar ist es die Wärme und die habe ich nochmal sehr hochgezogen, weil ich finde, dadurch kommt dieser Sonnenuntergang ein bisschen besser rüber und es wirkt so wohlig, warm und das Grün vom Gras wird so ein bisschen abgeschwächt zusätzlich noch. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Wärme und Kälte in einem Bild macht sehr viel aus, also probiert euch da gerne mal ein bisschen aus. Und bei ViscoCam kann man jetzt auch direkt darunter unter der Funktion die Färbung einstellen. Und zwar ist ein Bild manchmal halt ein bisschen rosalastiger, rotlastiger oder halt ein bisschen grünlastiger. Und wenn ihr da so einen Grünstich habt, dann könnt ihr zum Beispiel ein bisschen mehr in das Rosa reingehen, um einfach diesen Grünstich zu neutralisieren und andersrum halt genauso. Das ist auch manchmal sehr hilfreich für Hauttöne zum Beispiel oder generell. Ja, könnt ihr das bei Bildern mal so ein bisschen ausprobieren, weil das sehr viel ausmachen kann, meiner Meinung nach. So, und das Letzte, was ich bei dem Bild gemacht habe, ist ein Filter drüber gelegt. Und zwar habe ich den C8-Filter genommen. Bei dem Filter müsst ihr einfach gucken, was euch gefällt. Da kann ich wirklich jetzt nicht wirklich Tipps geben. Ich mag zum Beispiel C8 sehr gerne. Wie ihr seht, liegt der in voller Stärke auf dem Bild drauf. Das wäre das jetzt ohne Filter und das ist das Bild mit Filter. Dann bekomme ich relativ häufig die Frage, wie ich Bilder so alt aussehen lasse, weil da noch so eine Art Körnungsfilter drauf ist und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das mache. Und zwar benutze ich dafür Afterlight. So, da ziehe ich mir dann auch erstmal mein Bild rein, was ich bearbeiten möchte und ich ziehe dann erstmal wieder die Helligkeit so ein bisschen runter. Das, was ich gerade eigentlich bei ViscoCam hochgezogen habe, aber bei Afterlight sieht es ein bisschen anders aus, wenn die Helligkeit runtergezogen ist, finde ich. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich weiter rechts auf Schatten und ziehe quasi die Schatten nach rechts hoch, also mache die Schatten quasi heller. Aber ich finde, dass bei Afterlight die Schatten schöner und sanfter aufgehellt werden als bei anderen Bearbeitungs-Apps. Es ist nicht ganz so extrem, sondern das Bild wirkt dadurch allein schon durch diese 2 Schritte wirkt es viel, viel, ich weiß nicht, hat viel, viel mehr so einen Look. Schon so einen leichten Vintage-Look. Es wirkt so ein bisschen ebenmäßiger und ich finde, es könnte halt dann dadurch so ein Bild sein, was mit einer analogen Kamera irgendwie aufgenommen wurde und dann entwickelt wurde. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht sehen, was ich damit meine. Wenn ich diese beiden Schritte gemacht habe, ist das Einzige, was ich noch bei Afterlight mache, auf den Dusty-Filter zu gehen. Und da könnt ihr einfach gucken, welcher Filter euch zusagt und ein bisschen ausprobieren und die auch ein bisschen runterziehen oder verschieben. Man kann die auch drehen, weil wenn so ein weißer Fleck vielleicht auf dem Gesicht drauf ist, ist es nicht so vorteilhaft. Und dann könnt ihr die von der Stärke auch anpassen und mehrere Filter, Dusty-Filter übereinander legen und dann habt ihr dadurch halt diese kleinen weißen Flecken im Bild, die es halt so alt aussehen lassen. Und das ist bei manchen Bildern ganz cool und gibt dem Ganzen nochmal so das gewisse Etwas. Ich finde, bei allen Bildern ist es zu viel, aber bei manchen Bildern passt es sehr gut. Die beiden Apps sind eigentlich auch schon so die, die ich am häufigsten nutze, aber ich kann euch eine andere App sehr ans Herz legen, und zwar ist es Lightroom. Gibt es auch als App fürs Handy. Ich habe auch die Lightroom Applikation für den Laptop, aber die Handy-App ist auch in Ordnung. Also man kann damit auch schon sehr viel machen. So, und für mich ist das Coolste an Lightroom eigentlich, dass man die Farben bearbeiten kann. Und das kann man bei anderen Apps mittlerweile auch, aber nicht so gut wie bei Lightroom. Und ja, das zeige ich euch einfach mal kurz. So, dann kann man auf Mix klicken und da hat man dann alle möglichen Farben, die man bearbeiten kann. Und das Coole ist, dass ihr 3 verschiedene Faktoren bearbeiten könnt. Also einmal Hue, ich sehe es immer so als quasi die
Oh, mein Magen, habt ihr den gehört? Wow. Ich sehe es immer so als, ja, als Farbstich quasi. Bei Gelb zum Beispiel geht es dann eher ins Grünliche, wenn ihr nach rechts geht, und eher ins Rötliche, wenn ihr nach links geht. Und dann kann man einmal die Sättigung noch rausnehmen oder hinzufügen. Das ist ganz cool, wenn ihr ein Foto habt, was ihr irgendwie auf der Straße gemacht habt, und da ist dann meistens, wenn man es mit dem Handy macht, so ein leichter Gelbstich auf dem Bild. Und wenn ihr dann einfach aufs Gelb geht und quasi die Helligkeit ganz hoch zieht und die Sättigung runter, dann hat es dadurch schon mal einen viel, viel aufgehellten und cleaneren Look. Genau, dann komme ich auch schon zum letzten Faktor, den ihr bearbeiten könnt, und das ist die Helligkeit von den einzelnen Farben. Da könnt ihr dann eine Farbe heller machen oder ein bisschen dunkler machen. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen bräuner aussehen wollt, dann könnt ihr beim Orange ein bisschen runtergehen. Dadurch sieht man dann meistens so ein bisschen gebräunter noch aus. Das sind so die drei Dinge, die man da an den Farben bearbeiten kann. Bei Lightroom könnt ihr auch noch ganz viele andere Dinge machen. Ich liebe die App. Man kann so viel aus einem Bild noch herausholen. Also ich kann euch da jetzt auch kein Universalrezept zeigen, was ihr für jedes Bild machen müsst. Das muss man einfach ausprobieren und ein bisschen gucken, was für jedes Bild dann halt gut aussieht. So, dann kommen wir zur letzten App, und das ist Facetune. Damit kann man halt den Körper super gut bearbeiten, wenn man schlanker aussehen will, und man kann seine Haut weicher machen und die Brüste ein bisschen größer aussehen lassen. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ich bin total raus bei diesem, ich bearbeite meinen Körper für ein Instagram-Foto. Ich weiß, dass viele das machen. Ich finde es aber sehr absurd, dass viele ihren Followern an die Hand geben oder immer mitteilen, dass man sich selbst lieben muss und dass man selbst lernen muss, sich zu akzeptieren, und dann aber sich selbst bei Facetune bearbeiten. Und das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen. Und ich finde es einfach richtig schade, dass so, dass es halt irgendwann, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so krass, aber irgendwann ist es halt so zur Normalität geworden, seinen Körper zu bearbeiten auf Facetune. Ich finde es viel, viel stärker und viel, viel cooler, wenn man dazu stehen kann, dass man im Sitzen auch ein Speckröllchen hat, weil das jeder Mensch hat und weil es völlig normal ist. Ja, es sind teilweise echt unrealistische Schönheitsideale, die da übermittelt werden. Ihr könnt auch gerne, jetzt kommt die Promo ganz passend dazu, ihr könnt auch gerne meinem zweiten Kanal folgen auf Instagram, da poste ich nämlich auch so Bilder, die jetzt vielleicht nicht jeder so auf Instagram oder im Internet posten würde, die ich einfach lustig finde, weil ich es auch mag, über mich selbst zu lachen. Also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber ich schweife vom Thema ab. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich bei Facetune mache. Und zwar liebe ich Facetune dafür, dass man so Kleinigkeiten aus dem Bild entfernen kann, wie zum Beispiel so Dreck auf der Straße. So, ich zeige euch jetzt einfach mal zwei Beispiele. Und zwar an diesem Bild stört mich zum einen diese Leiter. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist die Leiter cool, aber ich finde halt die Farbe nicht so cool. Und was man dann machen kann, ist einfach die Leiter anzumalen. Für sowas ist das eigentlich ganz cool. Zwar müsst ihr einfach nur auf Töne gehen, dann könnt ihr auf Picker gehen, also auf dieses Auswählinstrument, und dann könnt ihr euch aus dem Bild eine Farbe auswählen, die eigentlich dazu passen wollt, zu dem, was ihr halt haben wollt. Dann geht ihr wieder auf Töne und zoomt ganz nah ran und könnt einfach das Objekt quasi einfärben, und da müsst ihr euch ein bisschen ausprobieren, dass es halt nicht unnatürlich aussieht, sondern ja, einigermaßen natürlich wirkt. Und das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr zufrieden seid. Und das andere ist, in dem Bild hat mich das hier gestört. Das ist einfach nur so ein kleiner Abstecker an diesem Baum. Wenn euch sowas im Bild stört, was ihr irgendwie rausbearbeiten wollt, könnt ihr einfach auf dieses Patch gehen und dann erstmal die erste Stelle auswählen, die ihr wegbearbeiten wollt. Und dann habt ihr so zwei Kreise, und der eine Kreis kopiert quasi das Bild, was in ihm gezeigt wird, auf den anderen Kreis. Und da könnt ihr dann so ein bisschen durchs Bild gehen und einfach schauen, wie es sich am schönsten in die Umgebung einpasst. Und das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr zufrieden seid. Diese Funktion ist übertrieben krass, finde ich. Ich habe damit auch teilweise schon mal einen Menschen oder so aus dem Bild im Hintergrund bearbeitet. Also da könnt ihr euch richtig austoben. Das macht mega viel Spaß. Und ja, ich glaube, das sind jetzt eigentlich so alle Dinge, die ich momentan für meine Instagram-Bilder verwende, benutze. Und ich hoffe, dass es so einigermaßen verständlich war. Ich versuche jetzt einfach, mich so kurz wie möglich zu halten, damit das Video nicht noch länger wird. Wenn ihr irgendwas ausprobiert, würde mich das mega freuen und mega interessieren, wenn ihr mir das schreibt, weil ich das total cool finde, wenn ich irgendwen damit inspirieren konnte, sich auch mal ein bisschen kreativer an der Fotobearbeitung auszuprobieren, weil ich das auch so cool finde, dass es mittlerweile eigentlich jeder machen kann und jeder Zugang dazu hat. Und ja, das finde ich halt richtig, richtig cool. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, bei der Coke TV Summer Folge vorbeizuschauen. Die ist, wie gesagt, auch in der Infobox. Und ja, die ist so lustig geworden. Müsst euch die angucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb und bis dann.